Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Train Fever. Wir sind in Folge 10 der zweiten Season und wir sind auf der IC2-Trasse, also zumindest am Ende der gleichen, nämlich hier am Bahnhof von Ochsenwerder. Da haben wir aufgehört und müssen jetzt mal schauen, wie wir weitermachen. Ochsenwerder braucht natürlich erstmal Buslinien und wir brauchen Rohstoffe. Wir brauchen Güter, also keine Rohstoffe, sondern wir brauchen Güter, damit wir jetzt dann auch die Stadt in Bewegung kriegen. Da das am schnellsten geht, werden wir die als erstes machen. Lass mal die Landnutzung sehen, also das ist auch ganz gut. Das passt hier ja schon mal ganz richtig hin. Ja, ich würde sagen, wir machen es genau so, indem wir hier den Güterverladeplatz hinzimmern. Machen wir es so. Ja, der ist doch eigentlich ganz nett, oder? So, zack. Den tun wir hier hin. So, und jetzt brauchen wir entsprechend Gütertransportlinien. So, warte mal, das ist Güter 8, glaube ich. Jawohl. So, die Spedition Güter 8 liefert von hier, oder besser umgesagt, umgekehrt, von hier nach dort. Ja. Das nehmen wir in der Tat jetzt erstmal so. Ich bin am Überlegen, wir können eigentlich noch einen schnelleren Weg machen. Ich glaube, ich weiß auch, wie wir das tun. Fakt ist auf jeden Fall, damit das Ganze funktioniert vernünftig, werden wir auch noch eine weitere Holzspedition anbauen. Das ist Holz 4. Spedition Holz 4. Spedition Holz 4 liefert von... ja, natürlich. Auch hier brauchen wir noch einen Ladeplatz. So, und schon können wir von hier nach da Holz liefern. So, wunderbar. Das haben wir jetzt erstmal schon mal schickilacki zusammengebastelt. So, dann will ich auf jeden Fall hier auch noch die Strecke verkürzen. Ich will nicht diesen Bogen fahren. Wir wissen ja, die im Allgemeinen schnellste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie. Und diese werden wir hier jetzt mal hinzimmern. Ah! Falsch! Sowas aber auch. Die sollen noch 130 fahren. So, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ohne dass uns da... So, siehst wohl, da haben wir jetzt eine entsprechende Straße, die da quer rüber führt und damit müsste die Linie von der Wegführung auch umgeschwenkt sein. Habe ich recht? Genau, weil der Weg ist jetzt natürlich besser als der andere. Gut, dann ein Depot bitte. Haben wir schon was Neues? Das ist ein Tram-Depot, das AKW hat keine Funktion, aber das setzen wir dann auch noch irgendwann. Ja gut, dann nehmen wir nochmal den. Da geht's nicht. Setzen wir den Betriebshof nach da außen. So. Und dann... Ja. Dann gibt's hier jetzt erstmal nochmal ein paar Fahrzeuge. Güter. So, wir brauchen einen Brettertransport lang. 1, 2, 3 Stück davon. Den weisen wir zu der Spedition Nummer 8.
und dann gibt's nochmal 3 weitere Gütertransporter, die Holz transportieren. 1, 2, 3. Diese weisen wir zu der Linie Holz 4. So. Das kommt erstmal alles weg. Schauen wir mal, nur sichtbare. Spedition Güter 8, 180 Sekunden, Holz 4, 147 Sekunden. Wenn das so bleibt, dann sind wir da eigentlich ganz zufrieden mit und lassen es so. Gut, jetzt geht's weiter. Wir brauchen Busverkehr hier in Ochsenwerda. Ich werde nochmal eine Sache machen. Ich werde mal ein paar Straßen umwidmen. Das funktioniert da dann so nicht. So, was führt denn das? Aha. Okay. Egal. So, dann haben wir hier im Zweifelsfall noch Hausbaufläche, die dann auch genutzt wird. So, jetzt brauchen wir keine Güterhaltestellen, sondern ganz normale Nahverkehrshaltestellen. Das ist auch alles, das ist Freizeit, ne? Da lang. Hier hin. Dahin. Und hier noch einen entsprechenden. Na, die XL, die stellen wir da nicht hin, das ist Quark. Ah, guck mal hier, da wird schon schön gebaut. Super. Okay, die nur sichtbaren machen wir mal weg. Neue Linie. Und das wird hier die SVG Ochsenwerda. So, die SVG Ochsenwerda werden wir hier da mal langjagen. Ich habe halt eben mal überlegt, ich habe jetzt eigentlich so im Schnitt immer 10 Busse da drauf. In der letzten Stadt hatte ich nur 10 Haltestellen, hier habe ich sogar noch mal weniger. Da ist halt eben die Frage, ob die sich nicht einfach schlicht und ergreifend einfach nur auf den Füßen stehen. Taktung hin oder her. Deswegen werde ich hier jetzt, glaube ich, erstmal ein paar weniger nehmen und gucken, wie sich das entwickelt. VHH haben wir noch nicht, ne? So. So. Gucken, wie sieht's mit der Linie aus? Weil guck mal hier, er sagt zumindest, es wären jetzt 46 Sekunden. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn hier dann dementsprechend die ganzen Geschichten in die Gänge kommen. Im Zweifelsfall werde ich das dann einfach so machen, dass ich dann später schlicht und ergreifend dazu übergehen werde, dann doch einfach mehr Busse und mehr Haltestellen wieder zu bauen. Ich muss dann nochmal gucken, ob wir das irgendwie richtig zusammengebastelt bekommen. Ich weiß es nicht genau. Also ich bin da nach wie vor mit mir unschlüssig. Die anderen, die Informationen, die wir so gefunden haben, waren denn ja irgendwo dann doch von gewissen Logiken getrieben und das hat eigentlich auch funktioniert, aber ich bin mir momentan bei diesen Sachen hier jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich zielführend ist. Aber das werden wir sehen. So. Deswegen sind wir hier schon in Ochsenwerda fertig. Das hat wirklich mal richtig gut und schnell geklappt. Darauf ein Mate. Weil ich nehme das an einem Mittwoch auf, nämlich den Mittwoch vor Himmelfahrt. Ich habe jetzt Wochenende. Prost. Weil normalerweise trinke ich meine Mate ja immer nur freitags und samstags, aber da heute das Wochenende schon beginnt, gibt's auch eine vorgezogene Mate. So. Hier ist Fuhlsbüttel. Fuhlsbüttel ist unser nächstes Ziel. Und nach Fuhlsbüttel wollen wir nach Neuenfelde. Da drüben. Und ich will eigentlich hier um den Berg rum und da dann landen. Und dann brauchen wir hier so, glaube ich, in die Richtung einen Bahnhof. Landnutzung ist natürlich wieder mal Vollfratze. Ach nee. Da muss ich die erst durch die komplette Stadt karren, ne? Andererseits. Wenn ich
hier den Bahnhof hinbaue. Dann könnte ich hier über die Brücke und dann könnte ich hier so schön lang. Das ist, glaube ich, eine Strecke, die sieht dann ganz hübsch aus. Und wenn ich Züge nehme, die einigermaßen Speed drauf haben, dann funktioniert das auch. Und dann verlängern wir hier die Straße ein bisschen und bauen da den Bahnhof hin. Klingt das? Ich glaube schon. Okay, dann werden wir genau das als nächstes jetzt machen. Ich werde hier mal ein Stück Straße absäbeln. So, jetzt brauchen wir wie war's mit dem da? Hm? Da. Flup. Was? Und dann wieder solche Sprungschanzen hier, ne? Oh, nee. Nee, das will ich ja nicht. Hm, warte mal. Kriegen wir es vielleicht ein bisschen dadurch verbessert, dass wir hier diese Kurve nochmal so ein bisschen... So, versuchen wir es mal damit dann. Das sieht doof aus. Also das ist schon... Ja, nee, 4, irgendwas. Das muss ich nehmen. Führt kein Weg dran vorbei. Guck dir das an, das ist ekelhaft. Mag ich ja gar nicht gerne solche Bahnhöfe dann, ne? Aber es geht hier halt eben so runter und da habe ich eigentlich keine andere Wahl. Jetzt erst recht nicht, als dass ich da schon so viel Geld für ausgegeben hätte. Ich hätte mir erst die Höhenlinie anschauen sollen. Hätte hier was machen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Naja, egal. Wir fahren hier zur linken Hand. Dann fahren wir hier auch parallel darüber. Und hier runter. So wird es gehen. Dann machen wir hier mal schon mal Bahnübergangstrasse. So. Und dann werden wir hier jetzt schon mal anfangen, den Bahnhof anzuschließen. Also, was? Wieso ist der Bau hier nicht möglich? Noch geht doch kein Blech. Was haben wir denn da gemacht? Na ja, egal. So, einmal. Den ziehen wir da jetzt hin. So, sind wir denn da nach wie vor richtig? Ja, ich würde sagen, die Strecke funktioniert so. Ja. Und hier... Nö. Das machen wir anders. Obwohl, wenn ich hier jetzt hingehe und sag, mach shit, shit, hurra. Das sieht eigentlich auch nicht viel schlimmer aus. Ganz im Gegenteil. Das entspricht ja doch meiner neuen Ästhetik. Falsches Gleis. Ja, jetzt haben wir es vergeigt. Jetzt wird es scheiße aussehen. Ja, mal gucken. Andererseits haben wir auf die Art und Weise es geschafft, tatsächlich hier keine von diesen sonst so üblichen, Zickzack-Strecken danach rauszubekommen. Warte mal, wenn ich den jetzt nehme hier. Im Zweifelsfall muss ich beikommen. Und dann hinterher... Obwohl, nee, das ist ja gar kein Problem. Wenn ich dann hinterher die Strecke weiterbaue, dann habe ich ja sowieso nachher dann eine Verkehrslenkung. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das ist dann... Das bleibt dann ein totes Gleis. So. Dann wollen wir mal hier hoch.
nach Ochsenwerder. Wir werden erstmal hier bis zu dem Knick das Gleis verlegen und die Kurve dazu bauen. So zum Beispiel, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gegenteilig war, ups, vielleicht sogar auch ein wenig zu optimistisch, was das angeht. Macht aber nichts. So, hier rum. Ja. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Und wenn ich jetzt gut bin, bin ich nicht. Aber egal. Lass mal gucken. Kein Tunnel. Ein paar wilde Dämme, aber kein Tunnel. Ich baue das mal in kleineren Abschnitten. Das sieht meistens besser aus im Endeffekt, im Endergebnis. Und es ist wesentlich billiger. Steigung ist immer noch nicht zu hoch, das ist gut so. Dann fangen wir jetzt mal an, hier uns ein bisschen um die Ecke zu schmiegen. Und da ist die Steigung zu groß. Nein! Oh nein! Nein, 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 nein. Da muss ich doch beikommen und direkt verkabeln. Dann geht er früher runter. Na gut, bitte. Ja, prima. Wunderbar. Ist gekauft. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Egal. Nein, ach was. Oh. Teure Strecke. Eieieiei. Na, dann müssen wir da mal sehen, dass wir da mal wieder ein bisschen Bares in die Kasse kriegen, ha? Eieiei. Gut, aber hier, ja, da tut sich auch schon was. Wie sieht's denn hier drüben aus? Oh, was ist da denn in Bramfeld los? Lass mich gucken. Auf den IC1 warten über 100 Leute. Jungs, wo seid ihr? Okay. Da wird schon fleißig. Perfekt, da kommt dann auch einer rein. Alles gut. Okay, ich wundere mich schon, was ist denn hier los? Kann ja gar nicht sein. Tschüss. Okay, ich kriege schon einen Schreck. Gut. So, dann haben wir hier jetzt eine Kreuzweiche. Eine weitere Kreuzweiche brauchen wir in Fuhlsbüttel. Oh, das ärgert mich, dass das so aussieht. Ich finde das ätzend. Ich meine, ja, auch in Hamburg gibt es durchaus Dammtorbahnhof zum Beispiel, der ist auf dem Viadukt aufgebaut und all solche Sachen. Lass mal gucken, weil das wäre natürlich nicht so schlecht, wenn wir hier über den Fluss jetzt gewissermaßen einen Viadukt bauen würden. Ich will es mir zumindest mal angucken. So, wenn ich hier rausgehe, so, muss ich direkt eine Brücke ziehen. Zack. Die könnte ich auch relativ gerade machen. Sehe ich das richtig? Nein, könnte ich nicht. Nehmen wir mal, ich will sie aber gerade haben. Auf einer Höhe. Dann muss ich noch eine ganze Ecke nach hier so hin, in etwa. Und das ist Mist. Das will ich nicht. Das ist ätzend, da habe ich keine Lust zu. Das ist doof. Und wenn ich hier mal ein Gewerk rüberballer, und das mit maximal nach unten verlege. Ist auch nicht viel schöner, ne? Andererseits können wir auf diese Art und Weise, naja,
Okay, halten wir uns erstmal nicht damit auf, das ist nicht die Aufgabe des heutigen Tages. Das ist dann die Aufgabe für Folge 12, nehme ich mal an. So in der Richtung. So, machen wir hier mal. Machen wir alles schick machen. Hier mal so ein bisschen wieder. Sieht das gut aus? Gut sieht das so aus, ja. Feines. So, ja. Gut. Hier habe ich das nicht. Hier hatte ich ja gar nichts, ne? Das heißt, ich muss nur da hinten den Abschnitt nochmal ein bisschen abfeilen. So, hier nämlich. Muss ich mal gucken, mit welcher Geschwindigkeit ich da die Züge draufgesetzt habe, weil ich würde dann schon gerne den ÖBB-Triebwagen da draufsetzen. Aber da müssen wir mal schauen, ob das passt. Das muss natürlich von der allgemeinen... Aha, was kommt denn da? Das sieht mir nach LKWs aus, ne? Ja, wunderbar. Sehr gut. LKWs sind gut. Das ist aus dem Scania-Pack, glaube ich, ne? Könnte sein. So. Verschwinde mal. Danke. So. Ja. Ah, guck mal, das ist doch... Ja, das sieht einfach viel hübscher aus, so. Kannst du machen, was du willst. Und wenn man dann hier nochmal drüber geht... Gut, hier bleibt es so ein bisschen unregelmäßig, aber das ist dann wiederum nicht so schlimm. So, das ist eigentlich eine Variante. Ich bin ja nie so ein richtiger Freund von Terraforming in Train Fever gewesen, aber mit dem kleinen Trick hier kriegt man das eigentlich, wie ich finde, ganz angenehm hin. Sieht dann auch schön aus. So. Mehr war da nicht. Da ist keine scharfe Kante mehr auf dieser Seite. Ach doch, hier. Ich gehe mir erstmal die ganze Ecke ab, gewissermaßen, dass wir hier den gesamten Teil der... Ne? Ups. Dass wir den ganzen Anteil, der hier auf dieser Seite ist, einmal fertig haben und dann gehen wir den ganzen Weg auf der anderen Seite einmal zurück. So. Aber das wundert mich halt eben auch, dass, also da frage ich mich, was sie da umgebaut haben, weil das sah vorher doch eigentlich viel besser aus. Ich weiß, ich reg mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal drüber auf. Aber ich würde es gerne wissen. Vor allen Dingen, wenn jetzt Transport Fever kommt, wie das Ganze denn da halt eben gehandelt werden wird. Warum gehe ich eigentlich immer weiter raus? Warum mache ich so komische Bewegungen? Wo bin ich? Ah! So, das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Dann gucken wir hier. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Da ist ein Damm. Das ist auch in Ordnung. Sieht auch alles gut aus. Prima. Andere Seite. Auch alles gut. Ja, super. Schön. Schön, 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 schön. Auch alles schön. Hier habe ich nix. Super. Okay, ja, dann sind wir schon fast fertig und können die Strecke gleich in Betrieb nehmen. Wir haben wieder die vernünftigen Signale. Die ÖBB-Signale sind wieder verfügbar. Super. So, Einfahrtsignale beidseitig. Und jetzt brauchen wir noch eine Runde. So, wir sind schon über 3,5 Millionen. Im Zweifelsfall müssen wir es da mal auch ein bisschen laufen lassen, einfach damit sich die Nummer wieder erholt, weil wir
produzieren ja doch neue Strecken mit relativ hohem Schlag. Und die sind auch großenteils nicht billig. Deswegen müssen wir mal gucken, ob das dann möglich ist. So, die Strecke steht jetzt auf jeden Fall. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir den IC2, da ist er, den Braha, den Bra... Moment. Doch, der fährt schon nach Ochsenwerder, natürlich. Da warten auch schon Leute. Für den Braha. Genau, ich hab nur den... Aber ich hab den Namen doch geändert. Brahok. Brahok. Ich bin verwirrt. Egal. Stimmt, Ochsenwerder steht da schon drin. So, dann müssen wir eine Haltestelle hinzufügen, die da heißt Fuhlsbüttel. Nach Ochsenwerder. Nach Ochsenwerder. Nach Fuhlsbüttel. Nochmal Ochsenwerder. Dann Hammerbrook. Dann Bramfeld. Passt. Und da kommt schon ein Zug. Oh, es könnte doch schöner nicht sein. Die BR-218 in Ozeanblau. Dann, da dürfen wir mit ihr die neue Strecke, sobald ich hier meinen Schädel aus der Überführung gezogen habe, dürfen wir mit ihr dann die neue Strecke erfahren. Sehr gut. Das gefällt mir. Dann gib mir ordentlich Lack und ich gönn mir noch einen Schluck Mate. Die Mitfahrt hat auch einen großen Vorteil. Erstens mal kriege ich Zeit gefüllt. Naja, ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Aber, das ist halt eben der Punkt, wir kriegen wieder ein bisschen Kohle. Weil, da habe ich doch jetzt ein bisschen mit rumgeaßt. Ich meine, wir waren auf über 20 Millionen und wir fahren teilweise runter wieder bis auf 2. Andererseits, Geld, das in unserem Firmenkonto liegt, verdient kein Geld. Geld, das wir in Streckeninfrastruktur investieren, wiederum verdient jede Menge Geld. Und deswegen sollten wir auch genau das tun. So, hier wird jetzt schon mal fleißig Richtung Fuhlsbüttel gefahren. Der hat jetzt natürlich keine Passagiere für Fuhlsbüttel an Bord, sondern die würden jetzt eigentlich gerne wieder zurück nach Hammerbrook oder so. 25 Stück sind's. Schauen wir mal. Ich kann es ja nur immer wieder betonen. Das ist für mich eigentlich die schönste Zugkombination im ganzen Spiel. BR-218 in beiden Farben, also sowohl in Ozeanblau als auch in Verkehrsrot, finde ich wunderschön. Wobei halt eben die Ozeanblau finde ich noch ein bisschen besser. Und die klassischen Silberlinge mit dem Essener Kopf ist das, glaube ich, ne? Ich finde das super. Das ist so bin ich in die Sommerferien gefahren. Ich wiederhole es nur nochmal, falls ihr euch nicht mehr dran erinnert. Ich hatte es ja in der anderen Staffel auch erzählt. Ja, wunderbar, da kommt auf seine 140. Gut so. Naja gut, da muss er jetzt bremsen. Aber halt eben, so bin ich in die Sommerferien zu meinen Großeltern gefahren. Das sind Kindheitserinnerungen pur. Herrlich. Sehr, sehr schön. So, dann rauschen wir mal jetzt hier Richtung Fuhlsbüttel. 113 km/h noch. Was ich aber für die Strecke einfach gut finde. Ich muss mal drüber nachdenken. Dann vielleicht mit dem Austausch dann später über Doppeltraktion nachzudenken. Ja, okay, er fährt jetzt da rein. Das ist natürlich klar. Das ändert sich in dem Moment, wo wir dann das nächste Gleis in Betrieb nehmen. Das ist jetzt erstmal einfach so. Das stört uns schon, weil ich habe jetzt ja kein Einfahrtssignal hier. Das müssen wir mal prüfen. Aber ich
Ja, ich komme ja von hier gar nicht mehr rüber dann. Okay, das ist dann erstmal nicht so schlimm. Da werden wir dann hier eine Weiche machen, die uns dann darüber führt. So, die kann ja dann weg in der nächsten, übernächsten Folge. Das tut uns dann ja nicht mehr weh. Gut, jetzt wollen wir... Uiuiui, entschuldigt, Leute. Oh, meine Hühne, wo kommt der nur auf einmal her? Wie sieht's denn aus? Nur noch 38. Ja, wunderbar, das ist doch... Und da kommt der Nächste. Das sieht gut aus. Uhlenhorst, Stelling, Rönneburg. Gleich mal checken. Ja, die machen sich. Ja, prima. Wie sieht's denn hier mit unserer Produktionsstätte aus? Da war das bei 76 hier schon. Sehr cool. Nee, das ist die Gütertrasse. Ach, hör doch mal auf, geh weg. Der ist schon bei 100. Das heißt, der hier produziert auch schon so um die 30. Ja, 23. Ja, cool. Sehr gut. So, und dann müssen wir halt eben auch wirklich dabei kommen. Und ich mache nochmal hier einen meiner kleinen Kamikaze-Flüge. So, und nach Fuhlsbüttel. Denn Fuhlsbüttel kriegt hier ja sicherlich nach wie vor Cargo. Das wollen wir nicht. Die werden wir uns unter den Nagel reißen. Das machen wir in der nächsten Runde. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Zug. Wir sind schon wieder bei 10 Millionen. Davon geben wir jetzt auch nicht mal wieder eine Stange aus. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. So, wo fährt denn diese verfluchte Linie eigentlich lang? Weil ich möchte schon gerne, dass er gleich bei seiner ersten Fahrt auch was mitnimmt. Okay, linke Seite. Gut. Oh, hier geht's ja schon los. Da werden wir eine Brücke bauen. Da werden wir eine Brücke bauen für die Autos und dann reißen wir die Straße ab. Das können wir gleich nochmal schnell machen. Pass auf. Wobei, Brücken bauen und gleich mal eben schnell... Es ist ja nicht so schlau. So, na, der schafft nur 120. Den werden wir auf irgendeiner Nebenstrecke einsetzen müssen. Okay, gut. Loks. Wir brauchen Loks. Ich hatte die BR218 da drauf. Die hatte 140. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hatte ich auch die Baureihe 100, 111. Dann kaufen wir davon jetzt mal welche. Passagierwagen brauchen wir auch. Haben wir neue gekriegt? Nein, haben wir nicht. Dann bleiben wir bei denen. Baue ich nochmal so einen Zug, aber mit einer anderen Lok. Vielleicht. Was schafft denn die Ludmilla? Die schafft nur 120. Nein, dann bleiben wir dabei. Was ist mit der ÖBB? Die ist 160 schnell. Das wäre Verschwendung. Da die habe ich schon in Rot. Ja, dann machen wir ruhig nochmal die... Dann klonen wir dich. So. Und setzen dich auf den Brahok. Wobei der Brahok ist ja jetzt schon der Brahok Fu. Fährt ja auch schon nach Fuhlsbüttel. So. Damit sind wir den los. Dann kann er hier jetzt nämlich gleich... Naja, 45! Wow. Ja, dann war es auf jeden Fall richtig, dass wir den jetzt als nächstes da haben. So, das hier. Das tut uns auch weh, weil wir haben hier keine Busspuren. Ja, unsere Busse stehen da auch schon im Stau. Okay, alles klar. Nee, nee, oh Gott, das ist ja Notsituation sozusagen. Oh, TGWs. Ein großer... Geh weg. Ich will dich nicht. Einheitswagen 4. Auch hübsch. Weg, du TGW-Ding. Ich will jetzt gar nicht hier im Einzelnen darüber. Dankeschön. So, mal gucken. Komme ich da oben drüber? Unten durch? Nein, da reicht der Abstand nicht. So, dann müsste ich hier doch jetzt beikommen können.
Ach so, ja. Guck mal, hier, die sind hier. Oh, da hat sich wieder so ein ganzer Stadtteil entwickelt. Okay. Gut, aber es macht ja nichts. Sie haben jetzt hier die Brücke. Das wird bei Transport FIFA auch anders sein. Wir können dann endlich Straßen über Schienen bauen. Das ist schon Halleluja. Halleluja, kann ich da nur sagen. Ja, super. Dann hat das funktioniert. So, dann können wir hier nochmal ein paar Straßen umbauen. So, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier nicht mehr so die Warterei, weil der Verkehr kann dann fließen. Aha, Straßenfahrzeug 2. Und damit sind wir schon bei der Linie, von der ich mir erwartet habe, dass wir hier demnächst dann was zu tun bekommen, nämlich der Linie Bramfeld 1. So, und da werden wir jetzt mal gucken. Da machen wir den Schnellbus rein. Ja, Fahrzeugersatz automatisieren auf jeden Fall. Dann werden wir die da einmal jetzt durchrödeln. Und wenn die einmal durchgerüttelt sind, komplett, werden wir gucken, was wir da an Zeitersparnis haben. Und werden da dann halt eben auch ein paar Busse wegnehmen. Weil dann müssen da nicht so viele Busse sein. Dann werde ich die in eine andere Stadt schicken, eine andere Linie zuweisen oder so. Und dann merken wir das schon. So, Bramfeld ist da zwar schon konfiguriert, hat jetzt aber noch nicht gegriffen. Okay. Gut. Das sehen wir dann. So, da ist schon der erste. Guck mal. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber dass das mit dieser Brücke jetzt so fehlerfrei geklappt hat, finde ich sehr schön. Fährt da mein Bus lang? Ist da die Linie tatsächlich drin? Ja, das tut sie. Da machen wir nochmal schnell, soweit es geht. Kollision, Kollision. Zeigen wir mal die Linie an. So. Fupp. Dann machen wir auf den Linien auch, wo wir können, lieber jetzt als später Fahrbahnverbreiterung und Busspuren. Zumindest da, wo der Verkehr massiv eingeschränkt wird. Das heißt, ich werde auch dazu übergehen, dann mir mal die Orte die anderen Orte nochmal wieder anzugucken. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Wo wir dann im Zweifelsfall doch nochmal 110, okay. Damit wir dann dort halt eben im Zweifelsfall doch nochmal Anpassungen vornehmen können. Das kann man ja auch hier ganz gut sehen. Ochsenwerder 128. Okay, das ist relativ viel. Damit hatte ich die Linie doch eigentlich. Das war doch eigentlich so meine Testschnelllinie, ne? Genau. Ist denn da irgendwo was? Nö. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Na, hast du schon Passagiere an Bord? Nö, null. Die Richtung will keiner. Noch nicht jedenfalls. Okay, ja, das ist doch gut so. Aber hier wollen sie schon weg, ne? Hilf uns raus! Okay, das ist gar nicht so übel. Ja, dann müssen wir halt eben sehen, dass wir jetzt in der nächsten Runde Fuhlsbüttel und den dazugehörigen Güterverkehr dann ans Fliegen bekommen. Und dann müssen wir nach Neuenfelde. So, und Neuenfelde möchte ich dann halt eben wirklich, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Lass mal gucken, wie sieht's denn in Neuenfelde aus?
landen und so. Das habe ich bis zum nächsten Mal gefragt. Ach ja, richtig. Ja, müssen wir mal gucken. Hier so die Ecke oder so. Dann gehen wir da nochmal raus Richtung Mutmarschen. Dann als letzte Station für diese Linie. Und um da hinzukommen, fahren wir über den Fluss und hier dann entlang. Das könnte sehr lustig werden, wird aber, wie ich finde, dann auch eine sehr schön anzuschauende Strecke. Also das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich könnte natürlich den Bahnhof auch auf die andere Seite packen, aber dann muss ich hinterher eh wieder rüber. Ich muss dann hinterher, um Rotmarschen zu erreichen, eh wieder rüber. Oder ich gehe auf die andere Seite dort ebenfalls und dann habe ich immer Brücken als Nadelöhre, die sind doof. Die will ich nicht. So, jetzt suchen wir uns mal ein bisschen was Rollendes. Das zum Beispiel. So, weil die Zeit für heute ist um. Wir sehen uns dann in Folge 11 wieder. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte das auf jeden Fall. Die neue Map ist nach wie vor, wie ich finde, der absolute Wahnsinn. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann und ich bin raus. Ciao.